Samstag, 20. September 2014, Klärwerk Niederdilfen. Auftakt der Reihe von Feuerwehrjahresübungen, die nun folgen. Im Einsatz hier der Löschzug 8 der Feuerwehr Siegen, das sind die Löschgruppen Kahn-Marienborn, Feuersbach und Freundsberg. Dazu von den Wilnsdorfern die Löschgruppen Niederdilfen und Flammersbach und das DRK Siegen Ost. Als Szenario gab es eine Kettenreaktion von Unglücksfällen, angefangen mit einem technischen Defekt in der Heizungsanlage, der zu einer Verpuffung und anschließendem Brandausbruch im Verwaltungs- und Sozialgebäude des Klärwerks führte. Durch den Brand entzündeten sich dann Klärgase im benachbarten Faulturm. Mehrere Personen wurden durch die sich im Gebäude rasch ausbreitenden Rauchgase an ihrer Flucht gehindert und mussten von der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz gesucht und gerettet werden. Aber nicht genug. In einem benachbarten Lagerraum kippten durch die Druckwelle der Verpuffung mehrere Behälter mit Chemikalien um und verätzten zwei Mitarbeiter.